Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Euer Gottesdienst wartet auf euch. Wir haben beim letzten Mal davon gehört, wie sich David in die schöne Bathseba verliebt hat. Ob das gut gegangen ist und was Gott davon gehalten hat, ja, da wollen wir heute von hören. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der dafür sorgt, dass wir leben können. Amen. Amen. Wir singen zusammen, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Da sandte Gott den Propheten Nathan zum König. Nathan sagte zu David: Ich muss dir etwas erzählen, das in deinem Land passiert ist. Zwei Männer lebten in der gleichen Stadt. Einer war reich, er besaß viele Schafe und Rinder. Der andere war arm, er hatte nur ein einziges Schäflein. Das hatte er so gern wie eine eigene Tochter. Das Schäflein aß aus seinem Teller, es trank aus seinem Becher. Wenn es müde war, nahm er es auf seinen Schoß. Dort schlief es. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte dem Gast ein gutes Essen vorsetzen. Aber es reute ihn, eines seiner eigenen Schafe zu schlachten. Darum nahm er den Armen sein einziges Schäflein weg und bewirtete damit seinen Gast. Du, König David, bist der oberste Richter im Land. Wie urteilst du? Voller Zorn rief David: Der Reiche muss dem Armen vier Lämmer geben, und dann soll er sterben. Was für ein Mann ist das, der so gemein sein kann? Nathan erwiderte: Dieser Mann bist du. So spricht Gott. Ich habe dich zum König über Israel berufen. Du hast alles, was du willst. Trotzdem hast du dem Uria die Frau weggenommen und ihn umbringen lassen. Du bist schuld an seinem Tod. Da sagte David zu Nathan: Ich habe böse gehandelt. Ich bin wirklich schuldig.
Nathan erwiderte. Weil du deine Schuld einsiehst, hat Gott sie dir vergeben. Du musst nicht sterben, aber du wirst viel Unglück erleben mit deinen Kindern. Und der Sohn, den dir Bathseba geboren hat, wird sterben. Wirklich wurde das Kind krank. David betete, fastete und schlief nachts nicht im Bett, sondern auf dem harten Boden. Trotzdem starb das Kind. Niemand im Palast getraute sich, es David zu sagen. Aber der König merkte am Getuschel der Leute, was geschehen war. Da wusch er sich, zog frische Kleider an, ging ins Zelt, wo die Bundeslade stand, betete zu Gott und aß wieder. Aber er sagte, solange das Kind noch lebte, hoffte ich, dass Gott sich durch Fasten und Bitten umstimmen ließe. Aber jetzt ist das Kind tot. Es kommt nicht mehr zurück. Eines Tages werde auch ich sterben. Dann bin ich wieder bei ihm. Später gebar Bathseba wieder einen Sohn. David gab ihm den Namen Salomo. Ihr Lieben, jetzt stellt euch das doch einmal vor. Da ist ein reicher Mann, der viele Schafe hat, und ein Armer, der nur ein Schaf hat, das er so lieb hat, dass es bei ihm schlafen darf, von seinem Teller isst. Und dann geht der reiche Mann hin und nimmt dem Armen das Schaf weg, nur weil er zu geizig ist, von seinen vielen Schafen eins zu nehmen, das er seinem Gast dann als Mahl anbieten kann. Mit Recht ist David sauer darauf. Aber er hätte wahrscheinlich niemals gedacht, dass Gott durch den Propheten Nathan ihn, David, mit diesem reichen Mann verglichen hat. Aber jetzt schauen wir uns das doch einmal an. David hat Bathseba, wie wir vorige Woche gehört haben, zur Frau genommen, aber er hat dafür gesorgt, dass Bathsebas Mann im Krieg umkam. Das ist ja wohl das Schlimmste, was man machen kann. Das geht überhaupt nicht. Aber Gott hat davon abgesehen, dass David sterben musste, weil David seine Schuld eingestanden hat. Er hat gesagt, Gott, ich habe Böses getan. Und das stimmte ja auch. Nun mag uns die Strafe, die Gott David trotzdem hat spüren lassen, sehr hart vorkommen. Was kann das Kind dafür? Und ja, das ist auch etwas, das gebe ich zu, das ist auch für uns sehr schwer zu verstehen. Und deswegen müssen wir es einfach ja mal so stehen lassen. Vielleicht hat das Kind auch durch seine Krankheit gar nicht weiterleben können. Das wissen wir alles nicht. Aber David hat weitergebetet. Er wusste, dass er, wenn er selbst einmal sterben muss, das Kind wiedersehen würde. Und das nächste Kind, das er mit Bathseba bekommen hat, heißt Salomo. Ich weiß nicht, ob einigen von euch da ein Licht aufgeht. Salomo wurde der große, weise und gescheite König,
der den Tempel in Israel gebaut hat. Und so kann man sagen, hat Gott doch auch David Segen geschickt. Und durch Jesus wissen wir, dass wir, wenn wir einmal sterben müssen, alle unsere Lieben wiedersehen dürfen. Ja, wir können selbst die wiedersehen, die wir gar nicht kennen. Einen Uropa zum Beispiel oder einen Ururopa, der noch älter ist. Wir können sie wiedersehen, weil Jesus für uns gestorben ist. Und, was das Wichtigste ist, er ist auferstanden. Er ist nicht tot geblieben. Er ist lebendig geworden an Ostern. Und das ist gut, dass wir das wissen. Denn dadurch werden wir auch einmal ewig leben bei Jesus. Und vielleicht hat David das auch geahnt. Und für uns ist es wichtig, dass wir das wissen, dass Jesus auferstanden ist, damit wir mit ihm und bei ihm leben können. Amen. Amen. Ja, Jesus liebt dich. Singen wir jetzt als nächstes. Deswegen wollen wir jetzt zu ihm beten. Jetzt sind meine inneren Augen und auch meine Augen bereit. Meine inneren Ohren und meine Ohren sind bereit. Mein Mund ist bereit, dass ich zu dir sprechen kann. Meine Hände sind bereit, dass ich sie falten kann oder wie eine Schale öffnen kann und sie anderen reiche. Und mein Herz ist bereit. Für dich, Jesus, mein guter Freund. Wir schließen unsere Augen und beten. Es fällt uns schwer, Jesus zu begreifen, dass das Kind von David hat sterben müssen. Aber David wusste, dass er sein Kind eines Tages wiedersehen kann. Wir können nicht alles begreifen, was Gott tut. Aber wir können es dir sagen. Wir können dir sagen, Jesus, was wir nicht verstehen. Und wir wissen, dass du uns hörst und siehst und dass du uns helfen willst, zu verstehen. Wir danken dir, dass wir dir alles sagen können, dass du immer Zeit für uns hast und dass du uns in deine Arme nimmst
wenn wir Angst haben oder uns einsam und alleine fühlen und dass wir dir Dank sagen können. Amen. Und jetzt wollen wir beten, wie Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Herr, sei du über uns wie die Sonne und der Mond. Sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass du da bist. Sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. O segne und behüte uns, allmächtiger, barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Palmsonntag. Das ist ja heute, das ist der Tag, wo Jesus in Jerusalem einzog und die Menschen Palmzweige auf die Straßen gestreut haben. Und sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.